kochen auf allerhöchstem Niveau. Die European Culinary Challenge 2008 in Luzern. 8 internationale Teams aus Profiköchen kämpfen um den Titel. Das deutsche Team aus Baden-Württemberg ist Favorit auf die Goldmedaille. Aber erst müssen diese Herren überzeugt werden. Die Jury, ihr Urteil ist gefürchtet. Luzern am Tag vor dem Wettkampfbeginn. Nach 350 Kilometern und 5 Stunden Fahrt haben Uwe Steiger und sein Team das Ziel endlich erreicht. Für heute steht nur noch Entladen und Küchenbegehung auf dem Plan. Uwe Steiger ist seit 6 Jahren der Teamchef. Seine Stützen sind Alexander Munz, Hans Häge, Harald Hartmann, Michael Oettinger und Sigrun Bay, die Nachspeisenspezialistin. Sie sehen die Küche zum ersten Mal. Wir haben schon andere Küchen gehabt. Wir haben auch schon in Moskau Spezialküchen gehabt. Da war es ein bisschen schwieriger mit, aber das ist okay für den Wettbewerb. Was schön ist, dass da auch wirklich alle reinschauen können. Also von hier können die Gäste reinschauen. Von da außen können die Besucher mit reinschauen. Das ist im Endeffekt ja auch wirklich der Live-Effekt, dass dann die Leute auch uns anschauen können, schauen können, was wir da machen, was da passiert. Und da geht es morgen ja schon zur Sache, weil da müssen wir auch Gas geben. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung zu sein. Trotzdem nimmt Uwe Steiger alles in Augenschein. Und schon steht der 40-Jährige vor dem ersten Problem. Nee, Problem eigentlich nicht. Das ist ein schöner großer Kühlschrank, aber für uns doch ein bisschen zu klein. Wir brauchen ein bisschen mehr Fläche mit drin. Jetzt der Schockfroster. Der kühlt schon runter. Funktioniert auch. Tellerspinne für unsere Vorspeisen, kleiner Kombi. Schauen wir mal, wie der läuft. Das ist immer so eine Eigenart. Da gibt es die verschiedensten Hersteller. Mit dem Fabrikat arbeitet jetzt keiner von uns. Müssen wir mal schauen, wie das dann mit morgen funktioniert. Mit dem nächsten Gerät, dem Salamander, steht Uwe Steiger auf Kriegsfuß. Schau, ach, der ist zugeschweißt. Ach, da oben. Ach, das ist so deine Stelle. Ein- und Ausschalter. Hä? So langsam. Da steht oben dran Open. Ah, guck mal hier. Ah, hey. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Auf zur Teambesprechung. So Leute, haben wir alles drin. Küche sieht das so ungefähr aus, wie wir es uns gedacht haben. Klingt doch ganz positiv. Die Gegebenheiten, was wir hier jetzt haben, die müssen wir einfach so hinnehmen und das Beste draus machen. Und dann müssen wir halt einfach improvisieren und das funktioniert dann. Das Kühlschrankproblem ist schnell gelöst. Die Lebensmittel bleiben über Nacht einfach im Kühlfahrzeug. Der Tag der Entscheidung und der beginnt früh, 7 Uhr am Morgen. Das Team entlädt die Lebensmittel, aber noch geht's nicht los. Gut, wir haben jetzt hier die ganzen Materialien mit drin, was man für den Wettkampf mit braucht. Und die Jury begutachtet das jetzt nachher. Wir haben jetzt das einfach auf so Laufzettel mit drauf, dass wir auch keine vorbereitete Ware mit dabei haben, dass einfach alles transparent abläuft. Die Jury überwacht alles ganz genau. Morgen. Hallo, guten Morgen. Morgen. Wir wünschen euch viel Glück. Die Herrschaften hier begleiten euch hier. 2 Kollegen werden jetzt die Mise en place anschauen. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwo ein Problem, nur melden. Alle Juroren sind hoch angesehene Star- und Wettkampfköche. Sie kennen sich aus und wissen, worauf es ankommt. 20 Prozent müssen sie hier machen. Das wollen wir jetzt wirklich kontrollieren, ob da nicht oder gemogelt wird. Klingt wenig, ist aber viel Arbeit. Alles muss zusammengesetzt werden. In 3,5 Stunden kommen die Gäste. Nicht viel Zeit für 3 sehr komplizierte Gänge. Sehr viel Schneidearbeit und 100 Personen. Das ist nicht bei einem normalen Wettbewerb wie für 10 Personen, sondern wirklich 100 Personen. Die möchten alle was zum Essen, haben alle Geld dafür bezahlt. Dann ist der Druck umso größer. Gell? Vor allem der Zeitdruck. Jeder Handgriff muss heute sitzen. Dreieinhalb Stunden für 100 Leute zu kochen ist natürlich nicht einfach. Und deswegen müssen die natürlich auch Vollgas geben. Und das sieht die Jury dann wirklich, dass sie dann auch wirklich Soße ansetzt, dass ihr eure Faser macht, dass ihr euer Fleisch einpackt und nichts mitbringt. Und das ist dann auch ein wichtiger Bestandteil mit. Das Team hat lange am Menü gefeilt und den Durchlauf mehrmals geprobt. 3 Gänge mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad. Die Jury bewertet auch die Zusammenarbeit des Teams. Organisation ist neben Geschmack das wichtigste Kriterium.
Alle im Team müssen sich blind auf den anderen verlassen können. Ich bin leicht erkältet und habe einfach das Problem, dass es jetzt nicht richtig schmeckt. Ich kann die Endabschmeckung nicht machen. Muss meine Kollegen fragen, ob es in Ordnung ist. Die Juroren naschen immer wieder. So ein Wettkampf ist auch für die erfahrenen Köche eine Herausforderung. Hans Helge hatte eine schlaflose Nacht. Das Menü haben wir im Kopf bestimmt mehrmals durchgekocht, auch heute Nacht nochmal durchgekocht, haben wir die einzelnen Schritte überlegt, hat man alles, hat man überhaupt alles dabei, hat man was vergessen vielleicht. Und das geht halt einem in der Nacht durch den Kopf. Noch fehlt nichts, alles läuft nach Plan, nur die Zeit rennt davon. Viele kleine Arbeitsschritte ergeben am Ende das große Drei-Gänge-Menü. Allein für den Hauptgang wird das Kalbsfilet in Blattspinat, Kräuterfarce und Steinpilzflädle eingerollt. Großer Aufwand für die Optik, der sich am Ende hoffentlich auch lohnen wird. Leute, kurz vor 11, halbe Stunde noch, dass ihr wisst. Eine halbe Stunde ist nicht gerade viel. Ja, wir sind ganz gut im Rennen, glaube ich. Das passt alles. Wir müssen gleich rüber zu den Vorspeisen. Gang 1, gebeizter Flusszander mit Tomatenmus in Krustentiergelee. Dazu Fenchel, Safrankraut und Babyleafsalat auf Gurkensauerrahm. Ja, je später man das anrichtet, desto besser ist die Qualität natürlich auch im kalten Segment. Deswegen ist es einfach ein bisschen hektisch. In der Hektik stören besonders die neugierigen Juroren. Ein bisschen aufgeregt, weil wir nur noch wenig Zeit haben. Und wenn die hinter einem stehen und über die Schulter schauen, das ist schon immer, macht man alles richtig. Sehen die irgendwas, was man vielleicht nicht gesehen hat? Endspurt beim Team aus Baden-Württemberg. Ein Blick auf die Konkurrenz in der European Culinary Challenge. Die Aargauer Kochgilde aus der Schweiz ist der härteste Gegner des deutschen Teams. Gut organisiert und mit einem extravaganten Menü wollen sie punkten und die Favoriten aus Baden-Württemberg das Fürchten lehren. Ja, sicher wollen wir gewinnen, das ist das Hauptziel. Und dafür geben alle Teammitglieder Vollgas. Der Schweizer Teamchef Sascha Müller überwacht entspannt das Küchengewusel. Im Augenblick läuft es sehr gut, sie arbeiten sehr ruhig, die Zeitplanung stimmt, sie sind im Schnitt und ich denke, es kommt gut. Die Jury zeigt sich beeindruckt. Sehr schnell sind die Schweizer Köche bei der Vorspeise angelangt und richten an. Deutlich früher als das Team aus Baden-Württemberg. Hier beginnt nun die heiße Phase. In wenigen Minuten soll der Service starten. Fast alle Gäste sind inzwischen eingetroffen. Vom Chaos in der Küche bemerken sie zum Glück nichts. Harald Hartmann will unbedingt noch die Durchreiche umbauen. Das passt dem Teamchef nicht so richtig in den Kram, doch die Köche setzen sich durch und schieben alles um. Mir ist der Platz ein wenig zu wenig hier zum Schicken. Wenn man pass auf, unter Kabel, Harry. Wenn wir mehr Teller brauchen, haben wir keinen Platz hier zum Anlegen. Dann können wir den Herd noch bitte mitverwenden. Hier, so etwas hat die Jury noch nicht erlebt. Sigrun Bay und Alexander Munz kochen unbeirrt weiter. Denn in einer Minute geht der Service los. Auch Teamchef Uwe Steiger hilft nun mit. So, dann haben wir der erste Bon. Ab jetzt muss sich der Teamchef zurückhalten. Ich vergleiche das immer beim Fußballtrainer. Ist auch so, wenn das Spiel angeht, dann hat er seine Arbeit gemacht. Und so ist es bei mir auch. Wenn das Menü angeht zum Schicken, kann ich im Endeffekt auch nicht viel machen. Ich kann einfach die Menüs abrufen und kann von außen ein bisschen mit einwirken. Vorspeisen weiter an der Seite bei 7. Neben den Vorspeisen gehen auch schon die ersten Hauptspeisen raus. Dreierlei vom Kalb. Akkordarbeit auf allen Posten. Service, zwei Hauptgänge bitte. Eine Vorspeise. Auf genau diesen Vorspeisenteller kommt es nun an. Den schnappt sich ein Juror einfach zur Verkostung. Die anderen Jurymitglieder haben sich bereits versammelt und halten sich mit ihrem Urteil bedeckt.
es hat gewisse Schwachpunkte, aber auch positive Aspekte auf diesem Teller. Die Gäste sind größtenteils schon bei der Hauptspeise. Ihr Urteil fließt nicht in die Bewertung ein. Dreierlei vom Kalb, das lässt sich auch die Jury nicht entgehen. Optik, Geschmack und Zusammenstellung des Gerichts werden nun bewertet. Juror Alois Jacobi urteilt kritisch. Ja, die Garnitur ist relativ dominant gegenüber dem Fleisch. Das schmeckt so fein und das andere wird dann im Geschmack, geht das verloren. Auch die Schweizer servieren schon. Gut, dann haben wir weitere 8 Vorspeise schicken. Ihre Vorspeise ist ein roh marinierter Lachs mit Grünerbsen und Ingwerbiskuit, eine Kaninchenrolle auf süß-sauren Gemüse-Mangosalat, dazu eine Sauerrahm-Chili-Soße. Ein Gaumenschmaus für die Gäste, aber die werden ja nicht gefragt. Die Jury bewertet die Schweizer. Juror Werner Schumacher verrät uns, wie er die Vorspeise findet. Optisch sehr schön. Das war eine sehr gelungene Kombination mit dieser Kaninchenrolle und dem grünen Mangosalat. Hier beim Lachs, das Erbsenpüree war ein bisschen fade. Also vom Salz her könnte da noch mehr kommen, aber noch mit Säure. Aber sonst, der Start ist sicher gut geglückt. Während die Gäste noch den ersten Gang genießen, richten die Schweizer Konkurrenten schon die Hauptspeise an. Kalbsnierenstück mit Pastinaken und Kürbis, glasiertes Kalbsbacken-Ragout mit Balsamessig und Bratwürstchen, dazu Aargauer Machtgemüse. Das Gemüse ist... Könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr anziehen. Das gibt Hoffnung für das deutsche Team. Die Schweizer greifen allerdings mit ihrem Dessert noch mal richtig an. Helles und dunkles Kaffeeparfum, Brandthai-Kreation auf Cranberry-Quittenkompott und ein Cranberry-Zylinder an Vanilleschaum. Ja, schon stressig, aber nicht. Wir haben alles im Griff. Die Desserts gehen im Akkord raus. Auch die Jury hat sich wieder versammelt. Der Vanilleschaum überzeugt schon mal. Jetzt geht's dem Parfait an den Kragen. Doch dafür ist viel Kraft notwendig. Es ist kaum zu teilen. Eben, das Parfait früher rausnehmen, dass es ein bisschen sämiger wird und weicher wird, weil Parfait heißt ja halbgefrorenes. Und das, was wir hier haben, ist gefroren. Jetzt zum deutschen Team. Eine Vorspeise, dreimal Dessert bitte. Jetzt ist die Aufregung ist natürlich noch mehr größer, dass wir alles schnell schicken. Aber guten Mutes. Die Schwaben tischen nochmal richtig auf. Ein Cranberry-Aprikosen-Marmor, dazu Buttermilchshake und Brandteigknödel. Ein weißes Pralinenparfait und Minzpesto runden die Sache ab. Teamchef Uwe Steiger hat sein Bestes gegeben. Also sie arbeiten sehr, sehr ruhig, sehr schnell. Optimaler Ablauf. Also vom Ablauf her kann man es nicht besser machen. Aber was zählt, ist der Geschmack. Letzte Verkostung für die Jury. Jetzt kommt's drauf an. Gelungener Abschluss. Kann man sagen, es ist alles nicht zu süß. Sie war auch sehr gut organisiert. Sehr gut. Es ist soweit, die Jury hat entschieden. Das deutsche Team wartet gespannt auf das Ergebnis. Wer wird die Goldmedaille der European Culinary Challenge 2008 mit nach Hause nehmen? Das Team aus Baden-Württemberg wird zur Urteilsverkündung auf die Bühne gerufen. Uwe Steiger, Michael Oettinger, Sigrun Beim, Harald Hartmann, Hans Henge und Alexander Munz. Herzliche Gratulation! Goldmedaille! Gold. Das Team kann es gar nicht richtig begreifen.
Erst als sie die Trophäen in der Hand halten, löst sich die Anspannung.